Kennt ihr das, wenn ihr Kopfschmerzen habt beim Shisha-Rauchen, Kopfschmerzen bekommt und ihr euch fragt, wieso? Hier ist die Antwort. Servus Freunde, willkommen zurück bei CG Shisha. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr dabei seid. Heute wird es darum gehen, warum bekomme ich Kopfschmerzen beim Shisha-Rauchen? Wieso kommen Kopfschmerzen überhaupt und was könnt ihr dagegen tun? Ja, gegen Kopfschmerzen. Ihr kennt es bestimmt, ihr raucht Pfeife, kriegt Kopfschmerzen, denkt so, Alter, warum krieg ich schon wieder Kopfweh? Oder gerade als Anfänger, warum kriege ich die Kopfschmerzen? Es ist erstmal sehr wichtig, wenn ihr Shisha raucht, ist erstmal sehr wichtig mit der Kohle. Wenn ihr Kohle anmacht, macht die niemals im gleichen Raum an, wie ihr nachher raucht. Wenn ihr im Zimmer raucht, macht die Kohle zumindest in der Küche an, auf dem Balkon an, aber optimal halt immer draußen, die stinkt wie Sau. Stinkt wie die Sau. Macht's einfach draußen an, wenn ihr eine Steckdose habt, wenn nicht, legt euch eine Verlängerungssteckdose raus. Verlängerungskabel. Nur für die Küche mit Dunstabzugshaube oder am Fenster, irgendwie sowas. Nicht aber im gleichen Raum. Warum? Es wird sehr viel Kohlenstoffmonoxid freigesetzt durch die Kohle und es führt oftmals zu Kopfschmerzen. Das ist auch der nächste Punkt, wenn ihr im Zimmer raucht. Sorgt dafür, dass ihr ausreichend lüftet bzw. Frischluft bekommt, kippt ein Fenster, macht das Fenster ganz auf, raucht nicht in einem geheizten Raum, so meine ich. Überlegt mir mal so, es ist heiß im Raum, also warm, euer Fenster ist zu, die Kohle ist an, der Rauch ist da, da kriegt man einfach Kopfschmerzen, der Rauch ist dicht, ihr atmet nur den Rauch ein, ihr atmet Kohlenmonoxid ein, lüftet, lasst die Tür offen, wie es bei euch halt möglich ist im Zimmer oder in der Wohnung. Wenn ihr eine Wohnung habt, dann raucht am besten nicht im Schlafzimmer, sondern im Wohnzimmer am besten, wo ihr halt nachher nicht schlaft. Und lasst ein Fenster offen, dass ein bisschen Durchzug herrscht, wenigstens gekippt. Ich habe noch einen Ventilator stehen, macht den immer auf Stufe 1 Richtung Fenster. Kippt's Fenster, dann reicht es immer schon. Und Heizung aus. Klar, wenn es kalt ist, ich heize immer ein bisschen vor, lasst ein bisschen warm werden, macht die Heizung aus, kippt das Fenster und macht Ventilator an. Das ist immer ganz wichtig. So, was ist wichtig? Was ist noch wichtig zu wissen, wenn ihr Shisha raucht, zum Beispiel geht davon aus, ihr habt den ganzen Tag gearbeitet, habt aber nichts gegessen und nichts getrunken, weil euch schlecht ist, ihr habt Kopfschmerzen schon im Vorfeld oder euch geht es nicht so gut, dann kommt ihr heim, esst was, trinkt was und raucht nicht sofort Shisha. Das ist sehr wichtig, weil wenn ihr nicht esst und nicht trinkt, das sorgt meistens für Kopfschmerzen. Trinkt genug dabei. Der Körper braucht Flüssigkeit, weil der Rauch, wo ihr zu euch nehmt, der entzieht euch viel Wasser. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr viel trinkt, davor was gegessen habt, euer Magen voll ist. Raucht am besten nicht auf leerem Magen, das kommt meist nicht gut, weil das Tabak ist Nikotin. Nikotin ist nicht gut für den Magen, wenn ihr nicht viel gegessen habt. Wenn ihr raucht, kriegt ihr Verdauungsprobleme, ihr wisst schon, was ich meine. Sowas ist auch sehr wichtig. Genau, was ich auch noch oft sehe, wenn Leute nicht so oft Shisha rauchen und sie rauchen dann mal eine Pfeife, dann rauchen die so. Leute, raucht nicht so Shisha. Shisha ist nicht gedacht, um das Zimmer zuzunebeln und euch so zuzurauchen, dass ihr kotzt oder euch schlecht wird, sondern Shisha ist ein Genussmittel. Shisha muss man genießen, Shisha sollte man genießen, Shisha sollte man genießen. Kein Mensch raucht so, Leute. Ihr schmeckt es auch, wenn ihr so raucht. Einen schönen tiefen Zug. Trinkt noch was danach. Lasst euch gut gehen. Entspannt euch auf der Couch. Liegt im Bett. Guckt einen Film an. Guckt meine Videos an. Wichtige Tipps im Leben. Braucht ihr alle, wenn ihr Shisha rauchen wollt. Zieht es nicht runter. Der Kopf verbrennt euch viel zu schnell. Und man drückt und kratzt es dann auch. Lasst den Kopf chillen, er braucht auch ein bisschen Luft, also beide Köpfe, euer Kopf und der Kopf natürlich, das ist auch wichtig. Der nächste Punkt ist, was für ein Tabak raucht ihr? Ihr seid Anfänger, raucht keinen schwarzen Dark Blend Tabak, das ist ganz schlecht für euch. Ihr habt die Gewohnheit noch nicht so arg zu rauchen, dann müsst ihr euch nicht gleich wegballern mit so, keine Ahnung, Must Have oder Dark Side, die eh stärker sind, die auch erfahren, die sich auch immer ein bisschen umhaut, selbst mich nach 5 Jahren Shisha rauchen. Dreht es noch ab und zu mal, wenn man da zur Zeit raucht. Übertreibt es nicht damit. Tastet euch langsam ran. Raucht erstmal in einem Tonkopf, in einem Steinkopf.
nicht so stark, gebt ihm nicht zu viel Hitze, leichte Hitze geben, Kohlen nach außen legen, locker Abstand bauen, darf nicht zu stark sein, kriegt ihr auch nicht so stark Kopfschmerzen, wenn es euch zu stark ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, leichten Tabak, schwachen Tabak, genau, das ist auch sehr wichtig. Dann wird jetzt die ganzen Punkte durchgegangen, Essen und Trinken ist wichtig, Kohle anderer Raum anmachen, wer das befolgt, sollte eigentlich schon besser werden. Wenn es immer noch Kopfschmerzen sind, dann vielleicht vertragt das Nikotin nicht. Das gibt es auch bei Menschen, dass die einfach Shisha rauchen und sagen, okay, Alter, ich rauche immer und ich kriege immer Kopfschmerzen, obwohl ich die ganzen Sachen befolge, dann vielleicht ist Nikotin schuld bei euch, dass ihr einfach kein Nikotin vertragt. Das habe ich auch schon oft gehört und auch schon oft erlebt. Also nicht bei mir selber, bei Freunden habe ich schon gesehen, die können einfach keine Shisha rauchen. Oder wenn euch schlecht wird dadurch, lasst einfach sein. Natürlich hoffe ich, dass es nicht so ist bei euch. Bei mir ist es auch nicht so, sonst wird es den Kanal ja gar nicht geben, gell? Ja, Freunde, ihr folgt die Regeln, macht es so, raucht, wenn ihr zum Beispiel zu viert raucht, zu fünft raucht, zu zweit raucht, immer schön abwechseln, zieht nicht zu zweit, zu viel, weil Tabak brennt viel schneller, schmeckt viel nach Kohle vielleicht irgendwann, benutzt keine Selbstzünderkohle, ich sag's nur, ist auch wichtig, weil wenn ihr Selbstzünderkohle benutzt, es kann sehr gut sein, dass die euch auch nicht bekommt, benutzt Naturkohle, so wie ich, das ist sehr wichtig. Macht die Löcher in der Alufolie nicht zu klein, da muss schön Luft rankommen, da muss schön verdampfen, dann geht das Ganze gut runter. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mir ein Like freuen, über einen Kommentar, über ein Feedback, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, auf ein gemütliches Köpfchen.